Ich möchte anhand von drei Paradigmenwechseln aufzeigen, welche Potenziale Fab Labs aus unserer Sicht, der DMAP und aus der universitären Sicht für Forschung und Lehre haben können und zeigen, was wir sozusagen oder warum wir uns an dieser Initiative beteiligen und da sehr eng mit dem Fab Lab auch kooperieren wollen und das maßgeblich auch voranbringen wollen. Möchte ich noch ganz kurz unsere Arbeitsgruppe vorstellen. Die Chefin davon, die kennen Sie alle schon, die haben Sie eben gerade gesehen. Wir sind seit 11 Jahren, ich hoffe, das ist richtig, 2001, ne, hast du das gegründet, eine sehr interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit 15 Festangestellten und sehr vielen Studierenden, die bei uns Abschlussarbeiten schreiben und bei uns auch angestellt sind. Unsere Hauptaufgabenbereiche sind natürlich unter anderem digitale Medien, wir haben Informatik, Human-Computer Interaction. Wir beschäftigen uns mit Digital Experience Design, begreifbare Interaktion, dazu sage ich gleich noch etwas, das erkläre ich gleich noch ein bisschen näher, und natürlich auch Pädagogik und Soziologie. Die Arbeitsgruppe versteht sich als Bindeglied zwischen der Schule auf der einen Seite und der Forschung auf der anderen Seite, wodurch wir zum einen die Technikkultur haben und die Pädagogik auf der anderen Seite. Institutionell eingebunden sind wir in der Informatik bzw. den digitalen Medien und der Grundbildung der digitalen Medien für Lehramtsstudierende. Was wir bis jetzt gemacht haben auf dem Gebiet Fab Labs oder Pre-Fab Labs vielleicht, ist ein Workshop-Konzept Tech-Kreativ, das verschiedene Programme für Kinder, Jugendliche, Erwachsene zusammenfasst, um Technologien zu verstehen und neue Formen des Lernens und Gestaltens auszuprobieren. Dabei spielt der Konstruktionismus von Papert eine besondere Rolle und wir wollen Einblicke in die Entstehungsprozesse von Technologie geben und die Möglichkeit, mit digitalen Medien zu experimentieren und die Medienkompetenz zu entwickeln. Und dabei fokussieren wir uns teilweise auch auf teambildende Maßnahmen. Das heißt, wir richten uns da dann auch an Unternehmen mit diesem Angebot. Im Bereich FabLab haben wir bisher einige Bachelorprojekte durchgeführt. Es fing an mit dem Bachelorprojekt Spidex. Da hinten sind auch einige Studierende da. Dann natürlich unser Bachelorprojekt FabLabs, das auch sehr zahlreich hinten vertreten ist und auch drüben im, wie soll man das sagen, im Nebengebäude die Ergebnisse ausstellt. So you all can find, because this is not on the slides, the results of our current bachelor project Fab Labs. You can find it in next building and there we have 3 exhibitions prepared and you can later on you can go there and see what we have done. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein weiteres Forschungsprojekt, SCUDI, Subject Formation and Digital Culture, Subjektkonstruktion in digital geprägten Kulturen auf Deutsch. Gut, kommen wir nun zu den drei Paradigmenwechseln, die ich angekündigt habe. Einen ersten Shift kann man, glaube ich, erkennen, dahingehend, dass die digitale Fabrikation jetzt zu Personal Fabrication gekommen ist. Wenn wir es vergleichen mit der Entwicklung vom Computer, haben wir zunächst irgendwelche Mainframes gehabt, die keine Privatperson irgendwie so richtig bedienen konnte. Das Ganze hat so einen Raum ausgefüllt, wie wir es hier haben. Und dann sind wir zu einem Personal Computer, hat sich das Ganze entwickelt, wie wir hier vorne oder hier sehen. Ähnlich entwickelt sich das auch gerade mit den industriellen Maschinen. Das heißt, große industrielle Maschinen werden zu Personal Fabrication. Jeder kann zu Hause sich so ein MakerBot hinstellen und damit Dinge ausdrucken und selber zu Produzenten werden. Dabei können wir derzeit einen Trend erkennen, so glauben wir jedenfalls, aus dem Computer zu gehen und die virtuellen Dinge, die wir dort erstellen, begreifbar zu machen. Begreifbar means graspable and tangible, also greifbar und verständlich. Wir haben noch etwas, wir verstehen noch etwas mehr da drin, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Da könnte Bernd oder Heidi noch etwas mehr zu sagen. Wir fangen immer noch an und das sind Beispiele aus dem Bachelor Report. Da hinten sehe ich schon jemanden lachen von unserem ersten Bachelor Report Speedex.
Und die haben auch angefangen, wie wir alle das machen, mit Handzeichnungen, die immer noch sehr wichtig sind für Brainstorming oder Visualisierung. Aber unsere Hauptaufgabe, und das ist ein Beispiel aus unserem aktuellen Bachelorprojekt, wird am Computer gemacht. Das heißt, wir erstellen 3D-Objekte und diese führen wir dann in die reale Welt über. Und diese können wir dann in 2D oder in 3D bauen. Aus unserer Sicht sehen wir neue Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Einmal, dass natürlich der ganze Produktionsprozess schneller und kostengünstiger stattfindet. Wir können Dinge, die wir mögen, schnell realisieren. Wir haben nicht mehr das zu akzeptieren, was andere für uns erstellen, was große Firmen für uns erstellen, sondern wir können das so bauen, wie wir das gerne haben wollen. Wenn wir eine Handyhalterung benötigen, dann können wir uns die bauen und dann können wir unser Handy da reinstellen und das ist dann genauso, wie wir das haben wollen. Und wir können natürlich, müssen wir, wenn wir ein Stück weiter denken, uns auch nicht mehr auf professionelle Firmen konzentrieren, die für uns bestimmte Dinge produzieren, in Kleinserie oder in Einzelserie. Einzelserie wäre ja immer sehr teuer. Und so etwas könnten wir mit der neuen Personal Fabrication Ausrichtung, können wir das nun selber machen. Der zweite Shift oder Paradigmenwechsel wäre vom digitalen Artefakt oder das digitale Artefakt wird begreifbar, also wir können es graspable and tangible und wir können die funktionalen Anforderungen solcher Systeme, die können wir durch physikale Gegenstände oder Artefakte darstellen und wir können es wieder umgekehrt machen. Das heißt, wir fangen hier mit einer Handzeichnung an, führen die wieder in eine 3D-Konstruktion. Da können wir wieder in die andere Richtung zurückgehen oder wir gehen eben noch weiter in die andere Richtung und setzen das dann in die Realität um. Dabei haben wir eine, wie ich finde, relativ enge Verbindung zwischen dem, was wir virtuell konstruieren und das, was wir als reales Produkt haben und können uns hauptsächlich auf das, was wir konstruieren wollen, fokussieren. Wir können es in verschiedenen Iterationen immer wieder verfeinern, verbessern und entsprechend dann testen. Das heißt, da bestehen zum einen eine sehr enge Verbindung zwischen den Möglichkeiten, die wir für das Lernen haben, um Dinge, die wir erstellen, um den Designprozess sozusagen begreifbar zu machen, transparent zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können die Transformation von der Handzeichnung in 3D-Modelle und in dem realen Produkt begreifbar machen, dass man versteht, was hat das damit zu tun, welche ganzen Produktionsprozesse sind damit sind dafür nötig und wir können das Ganze in einer neuen kreativen Weise vermitteln. Und wir können natürlich auch den Entwicklungsprozess näher erfahren und auch reflektiert verstehen. Der dritte Paradigmenwechsel wäre eben das, warum, glaube ich, auch alle hier sind, nämlich, dass wir uns verbinden und Communities verbinden und dass wir Innovators werden. Und das Ganze können wir eben am besten im FabLab Bremen machen, eingebettet. Deswegen rechts und links, einmal vielleicht von Open Design und auf der anderen Seite Open Innovation. Es gibt Communities wie Thingiverse oben, die sich wo man Dinge hochladen kann. Das sieht ungefähr so aus. Und hier hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie er dann unterschiedliche Eisenbahnschienen von verschiedenen Herstellern zusammenbringen kann. Und das ist eigentlich genau das, worum es bei FabLab dann auch geht, dass man Dinge, die man gerne haben möchte, sich einfach baut und zur Realität werden lassen kann. Und das können wir in so einer Community machen. In dem Fall können wir das Ganze einfach ausdrucken. Wir können das Ganze manipulieren, wir können das erweitern, wir können das mit Freunden teilen, wir können das diskutieren in der Community, wir können zusammen an solchen Projekten arbeiten und gemeinsam Ideen entwickeln und wir können noch viel, viel mehr machen. Und die Produkte, die wir dort entwickeln, sind frei erhältlich. Es gibt da sicherlich auch noch einiges in Richtung Copyright zu diskutieren. Wir können das Ganze
ja, teilen, diskutieren in einem weltweiten Netzwerk und zusammenarbeiten. Kommen wir schon zum Fazit. Wir sehen auf jeden Fall neue Research Objectives und auf der anderen Seite der Software. Also das heißt, wenn wir jetzt so ein Gerät haben, dann haben wir hier Hardware-Knöpfe drauf. Wenn wir an unser Handy denken, dann ist da aber auch eine Software drauf. Und dieses Zusammenspiel von den Hardware-Knöpfen und dem, wie sich es anfühlt, dieses Gerät, und der Software, das sollte eigentlich eine sehr enge Verbindung eingehen. Und das wäre dann in Richtung Hardware-Software-Prototyping, könnte man in dieser Richtung denken. Wir haben einen nahtlosen Übergang zwischen dem Rapid-Prototyping, was wir machen können, also schnelle Entwickeln, viele Iterationen einzelner Dinge, die wir bauen können. Und wir können dann sozusagen vielleicht auch diesem Analyse und Design, dieser strikten Trennung von Analyse und Design auch vielleicht entgegenwirken, sodass wir in immer kleiner werdenden Prozessen unsere Gegenstände analysieren, wieder verfeinern, wieder analysieren, sehr eng am Markt vielleicht auch arbeiten und genau die Zielgruppe treffen. Wenn wir das Ganze noch in einem vernetzten Verbund machen, wo wir kollaborieren können mit verschiedenen Personen aus Holland, aus Amerika, wie auch immer, dann wäre das, denke ich mal, die ultimative Vorstellung von dem, was FabLab irgendwie bieten könnte. Zudem können wir natürlich auch noch relativ früh testen, weil wir alles das, was wir am Computer konstruieren, relativ schnell ausdrücken können, sagen wir mal zwischen 8 und 20 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, was man für einen Drucker hat. Als Fragestellung finden wir relativ spannend zu untersuchen, was sozusagen passiert, wenn wir etwas transformieren von der 3D-Welt in die reale Welt und was, wie wir das verstehen können oder vermitteln können, das zu verstehen, wie so ein Produktionsprozess überhaupt entsteht und was daran beteiligt ist. Welche Tools auf der anderen Seite natürlich auch dafür eingesetzt werden können. Da gibt es viele Open-Source-Tools, was gibt es da für Möglichkeiten und so weiter. Und als drittes vielleicht auch noch die Relation zwischen dem 2D und der 3D-Welt. Wir werden draußen, sehen wir, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Dinge, die dort entstanden sind. Wir haben sehr schöne Lampen draußen im Garten. Das ist alles eigentlich aus 2D entstanden und wurde dann in 3D umgewandelt. Und wir haben auch einige Dinge, die sind einfach in 3D ausgedruckt worden. Das heißt, da könnte man auch schauen, wie sozusagen die Zusammenhänge zwischen der Zweidimensionalität und der Dreidimensionalität sind. FabLab Bremen und DMAP, und damit komme ich auch zum Schluss, wäre für uns interessant, ein Open Space für Lernen zu etablieren. Das könnte vielleicht im Rahmen des ZIMS, wir haben da einen Raum für Schüler und Studenten und Wissenschaftler. Da könnte man so etwas integrieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Tech-Kreativ-Workshops, die ich anfangs gezeigt habe, die sich schon mit Elektronik beschäftigen, die noch weiter zu erweitern auf die FabLab-Technologie, mit diesen Dingen in die Schulen reinzugehen. Also Tech-Kreativ hatte ich ja schon erzählt, damit gehen wir in die Schulen rein mit den Schülern, versuchen denen Informatik dadurch beizubringen. Und wenn wir FabLab-Technologie jetzt integrieren würden, könnte man die ganzen Produktionsprozesse damit auch abdecken. Und wäre natürlich auch interessant, einen anderen Research-Fokus oder einen stärkeren Research-Fokus noch in den Klassen oder im Unterricht noch zu legen und in den Bachelor-Projekten in Richtung Experience Design oder Usability, um eben diese Hard-Software-Prototypes zu unterstützen. Ja, was dabei sehr wichtig ist: Wir dürfen dabei, glaube ich, keine Schere im Kopf haben. Das geht sowohl für die Entwicklung unserer Produkte, die wir dort machen mit unseren Rapid Prototyping Maschinen, als auch für das, was wir mit unserem FabLab vorhaben. Vielen Dank.